erschreckende Entdeckung im Inneren der Pyramiden. Geologischen Beweisen zufolge war die Sphinx nicht 4500 Jahre alt, sondern viel älter. Seltsamerweise nannten die ägyptischen Behörden die Tür einen Schwindel und verboten Gantenbrink und seinem Team weiterzuforschen, was einige Ägyptologen als eine Mafia beschreiben, die mit den Pyramiden zu tun hat. Warum würden die ägyptischen Behörden bedeutende Forschungen zu seinen legendären Wundern behindern? Eine Geschichte, die das anerkannte Mainstream-Wissen bis ins Mark erschüttert. Das Ding ist, denen ist auch bewusst, dass wenn man irgendwelche Informationen oder irgendwelche Dinge da finden würde, die darauf hinweisen, dass es eventuell früher auch vor den Ägyptern schon Zivilisationen gab, die crazy Dinge tun konnten, dass man natürlich dann dafür sorgt, dass sehr viele Menschen die Geschichtsschreibung und auch die Wissenschaft hinterfragen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht gerne gesehen wird von Regierungen allgemein, weil das sind auch die Tools, mit denen wir mehr oder weniger auch kontrolliert werden, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction hier auf dem Leon Lovelock Highlight-Kanal. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Und zwar werden wir jetzt auf ein Video reagieren, was heißt erschreckende Entdeckung im Inneren der Pyramiden. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wir sind wieder da. Wir gehen wieder mies in die Recherche rein. Mal gucken, was für neue Erkenntnisse wir hier sammeln können. Und ich laber nicht groß rum, sondern wir gehen direkt ins Video rein. Am 10. November 1993 wurde ein einstündiger Dokumentarfilm mit dem Titel »Das Geheimnis der Sphinx« zur Hauptsendezeit auf NBC vor etwa 30 Millionen Zuschauern in den Vereinigten Staaten ausgestrahlt. Haben wir nicht darauf auch reagiert? Haben wir nicht auf diese Doku auch reagiert? Wo der eine Bre von Joe Rogan auch drin war, der auch in der DMT-Doku drin war? Die hab ich noch gar nicht geschnitten und hochgeladen, fällt mir gerade ein. Dokumentarfilm, der später für seine Arbeit mit einem Emmy ausgezeichnet wurde, beschreibt eine Reihe geologischer und seismischer Untersuchungen, die zwischen 1991 und 1993 von einem Team von Ägyptologen unter der Leitung von John Anthony West rund um das Gizeh-Plateau durchgeführt wurden. Was West und sein Team bei diesen Umfragen herausgefunden hatten, versetzte das Zuschauerpublikum in Erstaunen. Geologischen Beweisen zufolge war die Sphinx nicht 4500 Jahre alt, wie allgemein angenommen wurde, sondern viel älter. Das habe ich auch schon sehr oft gehört jetzt. Tatsächlich ist sie über 10.000 Jahre alt und stammt aus der Zeit vor dem Aufstieg der ägyptischen Zivilisation, wie wir sie kennen. Darüber hinaus zeigten seismische Untersuchungen eine riesige Ausdehnung unerforschter Tunnel und Kammern unter der Sphinx, die sich tief unter der Erde erstreckten. Dokumentarfilmer und Historiker auf der ganzen Welt fragten sich, was das bedeuten könnte. Welche Geheimnisse könnten in diesen unerforschten Tiefen verborgen sein? Im selben Jahr schickte ein anderes Team unter der Leitung des deutschen Robotikingenieurs Rudolf Gantenbring einen kleinen Roboter, der mit einer Kamera ausgestattet war, in einen unerforschten 20x20 cm großen Schacht innerhalb der großen Pyramide. Der Roboter kroch langsam 60 Meter weit, bis er in eine erstaunliche Sackgasse geriet. Krieche denn, man? Es schien sich um eine Tür aus Kalkstein oder Marmor zu handeln. Noch unglaublicher war, dass die Tür zwei kupferfarbene Griffe zu haben schien. Metall, wie etwa Kupfer, fand man sonst nirgendwo in der großen Pyramide. So dass sich Gantenbrink und sein Team fragten, ob es sich tatsächlich um Griffe oder vielleicht Schlüssel oder um etwas ganz anderes handelte. Aber noch wichtiger war die Frage, was sich hinter dieser Tür befinden könnte. Seltsamerweise nannten die ägyptischen Behörden die Tür einen Schwindel und verboten Gantenbrink und seinem Team weiterzuforschen, trotz ihres Angebots, den Behörden den Roboter zu geben und sogar ägyptische Techniker auszubilden, um die Ausrüstung zu bedienen und die Tür zu öffnen. Der Direktor des Deutschen Archäologischen Instituts in Kairo, Dr. Rainer Stadelmann, stellte sich seltsamerweise auf die Seite der ägyptischen Behörden. Rainer. Und beharrte darauf, da ist keine Tür, da ist nicht. Seltsamerweise stellte er sich auf die Seite der ägyptischen Behörden. Seltsamerweise. Dahin. Warum wohl? Im selben Jahr. They wanna keep a secret. Ist Ägyptens Chefinspektor für Altertümer, Dr. Sahih Hawass,
John Anthony West und sein Team nach der Ausstrahlung von Das Geheimnis des Sphinx aus der Gegend aus. Als West... Das ist krass. Die Ägypter und die ägyptische Regierung, die kämpfen auch hart dagegen, dass Theorien über die Pyramiden aufgestellt werden, ne? 1995 versuchte, eine Genehmigung zur Wiederaufnahme der Exploration zu erhalten, war es wiederum Hawass, der dafür sorgte, dass der Antrag abgelehnt wurde. Zahi Hawass hat uns im Grunde behindert, sagte ein niedergeschlagener West später der New York Times. Sicherlich war Hawass nicht allein, sondern Teil dessen, was einige Ägyptologen als eine Mafia beschreiben, die mit den Pyramiden zu tun hat, die Forschungsgenehmigungen kontrolliert, neue Informationen unterdrückt und, wie es in einer von vielen tausend unterzeichneten Petitionen heißt, mögliche Erkenntnisse verheimlicht, die von großer Bedeutung für die Menschheit sein könnte. Fühl ich nicht. Die Frage ist, warum? Warum würden die ägyptischen Behörden bedeutende Forschungen zu seinen legendären Wundern behindern? Und was genau könnten diese möglichen Erkenntnisse sein, die für die gesamte Menschheit eine so große Bedeutung haben könnten? Vielleicht versteckt sich unter den Pyramiden des Gizeh-Plateaus eine Geschichte, die vor dem alten Ägypten liegt. Eine Geschichte, die das anerkannte Mainstream-Wissen bis ins Mark erschüttert. Könnte unter Umständen möglich sein. Die Frage, was sich unter den Pyramiden verbergen könnte, begann nicht mit John Anthony. Das Ding ist, denen ist auch bewusst, dass wenn man irgendwelche Informationen oder irgendwelche Dinge da finden würde, die darauf hinweisen, dass es eventuell früher auch vor den Ägyptern schon Zivilisationen gab, die crazy Dinge tun konnten, dass man natürlich dann dafür sorgt, dass sehr viele Menschen die Geschichtsschreibung und auch die Wissenschaft hinterfragen. Und das ist eine Sache, die, glaube ich, nicht gerne gesehen wird von Regierungen allgemein. Weil das sind auch die Tools, mit denen wir mehr oder weniger auch kontrolliert werden, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Und Rudolf Gantenbrink. Aufzeichnungen zeigen, dass 1817 der britische Generalstaatsanwalt für Ägypten, Sir Henry Salt, zusammen mit dem abtrünnigen italienischen Entdecker Giovanni Cavaglia ein großes Grab direkt westlich der großen Pyramide entdeckte, das sich zu einem Labyrinth unterirdischer Gänge öffnete. Leider waren diese Männer keine Historiker und gaben die Erforschung der Passagen auf, als sie den Schatz nicht fanden, den sie jagten. Geschichten. Ich habe in dem Vlog so 4-5 Mal hintereinander fühlig gesagt, wo Laura hinter der Kamera war. Seitdem feiere ich das voll. Nicht nur einmal fühlig, sondern fühlig. Aufzeichnungen, die auf die Existenz einer unterirdischen Welt unter den Pyramiden anspielen, gibt es jedoch seit Tausenden von Jahren, die von Reisenden, Historikern und prominenten Denkern aufgezeichnet und wiedererzählt wurden. Denken Sie an antike griechische Legenden über einen verborgenen Ober- und Unterirdischen Komplex, bekannt als das Labyrinth bei der Hawara-Pyramide, etwa 100 Kilometer von Gizeh entfernt. Wie der griechische Historiker Herodot aus dem 5. Jahrhundert vor Christus beschrieb, dort sah ich 12 regelmäßig angeordnete Paläste, die miteinander in Verbindung standen, mit Terrassen durchsetzt und um 12 Hallen herum angeordnet waren. Es ist schwer zu glauben, dass sie das Werk von Menschen sind. Die Wände sind mit geschnitzten Figuren bedeckt und jeder Hof ist exquisit aus weißem Marmor gebaut und von einer Kolonnade umgeben. In der Nähe der Ecke, wo das Labyrinth endet, gibt es eine Pyramide, etwa 73 Meter hoch, mit großen geschnitzten Tierfiguren darauf und einem unterirdischen Durchgang, durch den es betreten werden kann. Mir wurde sehr glaubwürdig gesagt, dass unterirdische Kammern und Gänge diese Pyramide mit den Pyramiden von Memphis verbinden. Krass, Mann, ich schwör's dir. Wer oder was hat diese Pyramiden gebaut, Bro? Das wird immer mehr so ein Ding, wo ich mir denke, crazy. Es gibt ja mehrere Theorien, wir haben uns ja schon einiges reingezogen, ne? Antigravitation. Dass es vielleicht eventuell sogar mal Menschen gab, die so eine Art Riesen waren, gibt es die Theorie. Dann gibt es Leute, die sagen, das könnte eventuell mit Außerirdischen zusammenhängen. Das ist schon krass. Weißt du, wie ich meine? Mal gucken, ob wir irgendwann dem Ganzen noch näher kommen, dass wir dem noch mehr auf der Spur sind. So, weißt du? Wir sind auf jeden Fall deep in der Recherche drin und werden auch definitiv eines Tages mal dahin fahren.
und versuchen, da irgendwas zu spüren, zu finden oder zu sehen. Die werden uns bestimmt auch direkt ausweisen. Der römische Historiker Plinius aus dem 1. Jahrhundert schrieb über ein Grab tief unter der Sphinx, das er als Grab eines Herrschers namens Harmachis beschrieb, das große Schätze enthält. Iamblichus, ein syrischer Philosoph. Iamblichus, geiler Name. Iamblichus. Fühl ich? Im 4. Jahrhundert beschrieb einen Eingang in eine unterirdische Welt durch den Körper des Sphinx. In seinen eigenen Worten: Dieser Eingang, der in unseren Tagen durch Sand und Müll versperrt ist, kann immer noch zwischen den Vorderbeinen des geduckten Kolosses verfolgt werden. Er war früher durch ein Bronzetor verschlossen, dessen geheime Quelle nur von den heiligen drei Königen bedient werden konnte. Er wurde durch öffentlichen Respekt bewacht und eine Art religiöse Angst hielt seine Unverletzlichkeit besser aufrecht, als es ein bewaffneter Schutz getan hätte. Im Bauch der Sphinx waren Galerien ausgeschnitten, die zum unterirdischen Teil der großen Pyramide führten. Diese Galerien waren auf ihrem Weg zur Pyramide so kunstvoll kreuz und quer durchzogen, dass man, wenn man ohne Führer durch dieses Netz ging, unaufhörlich und unweigerlich zum Ausgangspunkt zurückkehrte. Diese durchkreuzten Iamblichus klingen einem Labyrinth nicht unähnlich. Im 10. Jahrhundert schrieb der Historiker und Geograf Massoudi über diese unterirdische Welt. Und erneut im 14. Jahrhundert dokumentierte ein arabischer Schriftsteller namens Al-Talamsani die Existenz unterirdischer Gänge. Ich mag Namen und so voll. Al-Talamsani. Unter den Pyramiden in einem Manuskript, das noch immer im British Museum aufbewahrt wird. Wie der britische Entdecker Andrew Collins feststellte, weisen antike Bestattungstexte eindeutig auf die Existenz einer unterirdischen Welt in der Nähe der Pyramiden von Gizeh hin. Sogar der Name des Gebiets selbst lässt dies vermuten. Gizeh hieß in der Antike Rostau. Rostau bedeutet übersetzt Mund der Passagen, das Tor zum Duat oder zur anderen Welt. Let's go. Enter into different places within self. Geschichte und modernen wissenschaftlichen Forschung Glauben schenken darf, besteht kaum ein Zweifel daran, dass unter dem Gizeh-Plateau eine riesige unterirdische Welt existiert. Aber wofür ist sie? Und wer hat sie gebaut? In den 1930er Jahren machte der berühmte amerikanische Hellseher Edgar Cayce, bekannt als der schlafende Prophet, eine merkwürdige Behauptung. Er behauptete, eine Vision erhalten zu haben, dass die Sphinx nicht 4500 Jahre alt sei, wie allgemein angenommen wurde, sondern über 10.000 Jahre alt. Und außerdem war darunter eine sogenannte Halle der Aufzeichnungen verborgen, die uraltes Wissen und Weisheit enthielt. Boah, stell dir mal vor, du kannst da reingehen und da ist so eine Halle mit Wissen von damals so. Egal in welcher Form, ob das jetzt Papyrus ist, ob das irgendwelche Wandmalereien sind oder so. Stell dir das mal vor, das wäre doch crazy, oder? Iamblichus. Wahre Geschichte der Menschheit. War dies das Geschwafel eines Verrückten? Oder war doch etwas mehr daran? Bereits 300 vor Christus sprach der griechische Philosoph Grantor von Steinsäulen, die die Durchgänge unter den Pyramiden säumten. Säulen mit eingemeißelten Aufzeichnungen der Vorgeschichte. Im 4. Jahrhundert stellte der römische Historiker Amanius Marcellinus fest, dass antikes Wissen auf unterirdischen Wänden unter den Pyramiden aufgezeichnet wurde, die, so glaubte er, dazu bestimmt waren, besagtes Wissen während der großen Sintflut zu bewahren. Massoudi beschrieb im 10. Jahrhundert, wie schriftliche Berichte über Weisheit und Errungenschaften in den verschiedenen Künsten und Wissenschaften tief unter den Pyramiden versteckt wurden, damit sie als Aufzeichnungen zum Nutzen derer bleiben könnten, die sie später verstehen könnten. In seinen eigenen unglaublichen Worten: Ich habe Dinge gesehen, die man nicht beschreibt, aus Angst, die Leute an ihrer Intelligenz zweifeln zu lassen, aber ich habe sie trotzdem gesehen. Krass, Digga, Al-Masudi, auch heftiger Typ anscheinend, ne?
Im Jahre 1400 sprach Christian Rosenkreuz, der Gründer des Rosenkreuzordens, von einer geheimen Kammer unter der Erde des Gizeh-Plateaus, gefüllt mit Bibliotheksbüchern, die altes Wissen enthalten. Es muss gefragt werden, wenn ein solcher Wissensspeicher existiert oder überhaupt existieren könnte, warum sollte diese Existenz von den ägyptischen Behörden so vehement bestritten werden? Warum sollten weitere Forschungen und Erkundungen untergraben und eingestellt werden? Damit die Menschen nicht aufwachen, damit die Menschen nicht verstehen, wo wir herkommen, was der Menschheitsursprung war und damit wir nicht wach werden. So. Ja? Warum ist auf der Dollarnote eine Pyramide drauf mit einem Auge oben? Why? Vielleicht werden die Ägypter dazu gezwungen, das Wissen da versteckt zu behalten und alles zu bannen, was eventuell in so eine Richtung geht von wir wollen hier recherchieren, wir wollen hier erforschen, wir stellen neue Theorien auf. Ja? Komisch auch, dass genau der deutsche Wissenschaftler auch dagegen war. Weißt du, was ich meine? So? Ja. We never know. Warum sollten diese Behörden, wie sie es 1972 taten, behaupten, dass niemand den absurden Behauptungen in Bezug auf das Innere der großen Pyramide oder die angeblichen Gänge und unausgegrabenen Tempeln und Hallen unter dem Sand im Pyramidenviertel Beachtung schenken? Stellen Sie sich vor, die unter den Pyramiden verborgenen Aufzeichnungen würden eine vorägyptische Kultur enthüllen, wie es von Historikern über die Jahrhunderte hinweg angedeutet wurde. Eine Zeitleiste der Geschichte, die zeigt, dass die Ägypter in Wirklichkeit nicht die Erbauer der Pyramiden waren. Wenn dies der Fall wäre, wäre der Widerstand der ägyptischen Behörden durchaus verständlich. Doch vielleicht sind dunklere, schändlichere Akteure am Werk. Was der australische Autor Tony Bushby als ein verborgenes Maß... Hier. Der Kopf sieht anders aus als der heutige auf jeden Fall. Und man sagt ja auch, dass der Kopf von der Sphinx auch damals mal anders aussah. Und dann umgemeißelt wurde quasi. Angewandter Zensur beschrieb, vielleicht gehen die wahren Geheimnisse der Pyramiden sogar über eine Halle der Aufzeichnungen hinaus. Im Jahr 2003 untersuchte ein Archäologe des Mexikanischen Nationalen Instituts für Anthropologie und Geschichte namens Sergio Gomez Chavez Schäden, die durch tagelange starke Regenfälle rund um die Pyramide der gefiederten Schlange in der antiken Region Teotihuacan außerhalb des heutigen Mexico City verursacht wurden. Am Fuß der Pyramide hat ein durch Regen Strom aus Schlamm und Geröll ein knapp 1 Meter großes Loch geöffnet. Perplex band der kleine und drahtige Mann ein Seil um seine Taille und ließ sich in das Loch hinab. Was er fand, war ein perfekt zylindrischer Schacht, der zu einem verschlossenen Durchgang mit außergewöhnlichen Schätzen führte. Krokodilszähne aus Grünstein, zu Augen geformte Kristalle, Skulpturen von Jaguaren bereit zum Sprung, von der Welt abgeschottet, unbekannt, bis auf einen zufälligen Akt der Natur. Am Ende des Tunnels entdeckte Chavez etwas Unerwartetes. Große Mengen flüssiges Quecksilber. Die Pyramiden hier in Mexiko müssen definitiv auch besucht werden. Es gibt ja, glaube ich, 2, 3, oder? Also hier in Tulum gibt es Ruinen, Maya-Ruinen, da war ich schon. Dann gibt es Chichen Itza, da ist eines der 7 Weltwunder. Da muss ich auf jeden Fall definitiv auch hin. Werden auch geile Vlogs gedreht und geschaut, dass ich da vielleicht sogar kurz live kommen kann mit euch Community hier, Love Gang, auch kurz da mitnehmen kann. Und dann gibt es noch eine, ich weiß nicht genau, wie die heißt, auch hier in der Nähe. Und dann gibt es noch welche in der Nähe von Mexiko-Stadt, glaube ich. Quecksilber ist ein äußerst seltenes und leitfähiges Element, das heute hauptsächlich in der Elektronik und im Automobil verwendet wird. Das Vorhandensein dieser gefährlichen Substanz unter einer alten aztekischen Pyramide hat die Wissenschaftler verwirrt. Laut alten hinduistischen Texten war flüssiges Quecksilber Teil des Antriebssystems, das die Götter für ihre fliegenden Streitwagen verwendeten. Vielleicht ist es kein Zufall, dass flüssiges Quecksilber in einem Tempel gefunden wurde, der zu Ehren von Quetzalcoatl errichtet wurde, dem gefiederten Schlangengott, der vom Himmel herabkam. In den folgenden Jahren benutzte Chavez ein Radargerät, um eine unterirdische Karte der unerwartet umfangreichen Ansammlung von Tunneln und Kammern unter der Pyramide zu erstellen.
Seitdem wurden sowohl in der Mondpyramide als auch in der Sonne... 13.13 Uhr, meine lieben Freunde. Was ich auch noch sagen wollte ist, hier in Mexiko war ja auch der Ort, wo dieser Riesenmeteorit eingeschlagen ist, der angeblich die Dinosaurier ausgelöscht hat. Ja? Es gibt ja zwei Theorien. Manche Wissenschaftler sagen Eiszeit, die meisten Wissenschaftler sagen aber, dass es dieser Riesenmeteorit war, der die Dinosaurier ausgelöscht hat quasi. Und das ist auch hier in Mexiko, Yucatan-Halbinsel, also auch nicht weit weg, aber auf dem komplett anderen Ende. Ja? Also ich glaube, das 3-4 Stunden Fahrt muss definitiv auch besucht werden und überall geschaut werden, was für Energien da sind. Da wird Yoga gemacht, wird meditiert, mal gucken, ob man da irgendwas vibes-technisch spüren kann, irgendwas mitnehmen kann, vielleicht kriege ich Visionen oder so, Freunde. You never know. Pyramide, ebenfalls in Teotihuacan, ähnliche unterirdische... Teotihuacan. Das ist doch das, glaube ich, in Nähe von Mexiko-Stadt, ne? ...hätten mit elektrischer Widerstandstechnologie kartiert. Während viele zunächst an Ägypten oder Mexiko denken mögen, gibt es Pyramiden auf allen Kontinenten. Dies wirft die Frage auf, wie viele dieser Pyramiden haben eine ähnliche unterirdische Welt unter sich? Bedenken Sie, dass ab 2005 ein umfangreiches Tunnel- und Kammernetzwerk unter dem bosnischen Tal der Pyramiden gefunden wurde. Krass. Oder dass Archäologen 2014 ein verborgenes unterirdisches Tunnelsystem freigelegt haben, das von der peruanischen Stadt Cusco zur Pyramide von Intihuatana bei Machu Picchu führt. Wie viele weitere Beispiele? Machu Picchu, na Mann. Was auch richtig krass ist, glaube ich, die heftigste Pyramide von allen ist die in der Antarktis, Bro. Weil da war noch nie jemand gewesen. Wer weiß, was sich da verbirgt. Pah. Der Tag wird kommen, glaube ich, wo das Eis sich auflöst und dann werden die da hingehen. Ja. Bestimmt irgendwas finden und das dann wieder Jahrhunderte oder Jahrtausende vor uns verbergen, Dicker. Die Maniacs. ...könnten gefunden werden, wenn die Erforschung erlaubt oder sogar gefördert würde. Aber die eigentliche Frage ist, warum gibt es ähnliche Pyramidenstrukturen mit ähnlichen unterirdischen Welten, die auf der ganzen Welt von Kulturen gebaut wurden, die nichts voneinander wussten? Angeblich nichts voneinander wussten, ne? Weil es kann doch kein Zufall sein. Sagen wir mal ganz ehrlich, warum haben so viele verschiedene Völker Pyramiden gebaut, die eine ähnliche Struktur haben, wo ähnliche Dinge eventuell auch zu finden sind und nichts voneinander angeblich gewusst, weißt du? Das ist auch so eine Sache, wo man sich fragen kann, ey, why? So, warum sind diese heiligen Stätten, wenn du die miteinander verbindest, genau alle auf einer Linie? Ich glaube, Kianisch hat es erforscht, ne? 30 Grad vom Äquator. Warum? Wie? Wie hat das funktioniert? Erzähl's mir, Freunde. Erzählt mir. Es gibt Orte in der Antarktis, wo man nicht hin darf. We know that, bro. We know that already. 1891 betrat der berühmte Erfinder Nikola Tesla auf einer Konferenz. One love an Nikola Tesla, bester Mann. New York. 369 it in, man. City die Bühne, um vor dem American Institute of Electrical Engineers einen Vortrag zu halten. In jeder Hand hielt er eine Glühbirne. Sie waren nicht mit Kabeln verbunden, aber zum Schock der Anwesenden leuchteten beide hell. Tesla erklärte, dass Elektrizität über zwei große Metallstücke, die er auf beiden Seiten der Bühne aufgestellt hatte, durch die Luft übertragen wurde. Er würde weiter spekulieren, wie man das Ausmaß dieses Effektes über einen größeren Bereich, vielleicht sogar die ganze Welt, erhöhen könnte. Freie Energie, Bro. Der Bruder war am was Heftigen dran. Dann haben die den auseinandergenommen. Alle guten Menschen werden einfach auseinandergenommen von den teuflischen Wichsern. Ich schwöre, that makes me sad. So, war schon immer so. Aber wir werden irgendwann siegen. Irgendwann werden wir guten Menschen die Überhand gewinnen. Und wir werden nicht das Gleiche mit den bösen Menschen tun, sondern wir werden versuchen und es tun, wir werden die bösen Menschen auf die gute Seite holen mit Liebe. Nur mit Liebe, nicht mit Hass, nicht mit unten halten, nicht mit unterdrücken, nicht mit töten, sondern mit Liebe werden wir es schaffen, die Menschen auch auf unsere Seite zu holen. So. Das ist the only way. That's God's way. You know what it is. Bis 1905 hatten Tesla und ein Team von Arbeitern nach jahrelanger Arbeit die Montage des 57 Meter hohen Warden Cliff Tower in Shoreham, New York abgeschlossen.
Der riesige Turm wurde von einem etwa 90 Meter tief im Boden vergrabenen Wurzelsystem gehalten und von einer 55 Tonnen schweren Kuppel aus leitfähigem Metall gekrönt. Wie Tesla erklärte, in diesem System, das ich erfunden habe, ist es notwendig, dass die Maschine die Erde im Griff hat, sonst kann sie die Erde nicht erschüttern. Sie muss einen Griff haben, damit der ganze Globus zittern kann. Die Idee war, Digga, Tesla ist ein heftiger Typ, den Planeten mit Elektrizität zu pumpen, die sich mit den natürlichen Tellurströmungen vermischen würde, die sich durch die Erdkruste und die Ozeane bewegen. Zittern, in der Tat. Der Turm würde Energie durch seine riesige Metallspitze in die stromfreundliche Ionosphäre in etwa 80 Kilometer Höhe projizieren. Von dort aus könnte sie dann, wie bei Teslas Glühbirnendemonstration, von Häusern und Fahrzeugen mit kleinen Antennen genutzt werden, um die Energieleitung anzuzapfen. Stell dir mal vor, weißt du, was ich meine? Das ist doch so krass. So, alles wird dann so aufgeladen. Ich weiß jetzt nicht, was das für einen Effekt eventuell auch auf den menschlichen Körper oder auf das Gehirn haben könnte, wenn die ganze Zeit überall Energie rumschwirrt, die man abgreifen kann quasi, elektrische Energie. Ob das vielleicht auch einen Effekt auf unseren Körper oder so hätte, weiß ich nicht. Aber so vorstellungskrafttechnisch wäre das doch heftig. Stell dir mal vor, es würde freie Energie geben. Man müsste nicht mehr dafür so viel bezahlen auch und so viele Energiequellen, verschiedene Energie. Guck mal, was für eine Energiekrise wir eigentlich gerade in Deutschland haben, so. Wurde das vielleicht extra so behalten, damit man halt diese Krisen auch immer wieder hat, weißt du? Hat man diese freie Energie extra bekämpft? Hat man gesagt, nee, das wollen wir nicht, weil dann können wir kein Pader mehr damit machen. Das sind alles Theorien, aber könnte ja möglich sein. Auf diese Weise glaubte Tesla, die Energie nutzbar machen zu können. 1905 meldete Tesla in den Vereinigten Staaten ein Patent mit dem Titel »Die Kunst der Übertragung elektrischer Energie durch das natürliche Medium« an und erschien vor einem Durchbruch zu stehen. Doch noch im selben Jahr verließ Teslas Geldgeber ihn plötzlich und das Projekt brach zusammen. Interessanterweise war sein Geld... Noch im selben Jahr. Weißt du, was ich meine? Warum? Erzähl's mir, Freunde. I don't know why. So ist es, Bro. Ist keine Verschwörungstheorie, leider. Geber Jay. Wie ganz viele Sachen. Und das wird sich auch hoffentlich in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch rausstellen, dass viele Verschwörungstheorien keine Verschwörungstheorien waren, sondern echte Verschwörungen. Morgan gewesen, einer der reichsten Menschen der Welt. Und ein Mann, der sein Vermögen durch die Finanzierung der Öl- und Industriekapitäne angehäuft hatte. Aha, Öl und Industrie, da kommen wir doch dem Ganzen näher. Komischerweise. Die machen Geld mit Energie. Dann kommt auf einmal ein Bruder von der Seite, der sagt, hier, freie Energie, so und so und so. Eins und eins zusammenzählen, weißt du, wie ich meine? Also genau die Unternehmen, die durch eine neue, unbegrenzte Energiequelle aus dem Geschäft gedrängt werden würden. Man kommt nicht umhin, an die von Bushby beschriebene, verborgene Ebene der Zensur zu denken. Obwohl Teslas Vermächtnis enorm ist, wurden seine Pläne für unbegrenzte Energie größtenteils vergessen oder unterdrückt. Außer vielleicht, es waren nicht seine Pläne. Eine wenig bekannte Tatsache über Nikola Tesla ist, dass er sein ganzes Leben lang von den ägyptischen Pyramiden fasziniert war. Er Geil. Studierte sie, schrieb über sie und dachte oft über sie nach. Es war etwas, was manche als Besessenheit bezeichnet haben. Aber wieso? Die Antwort kann in seinem Patent von 1905 offenbart werden, in das er ein Design für sein Gerät mit unbegrenzter Energie aufgenommen hat, das einfach Teslas elektromagnetische Pyramide genannt wird. Betrachten Sie diese elektromagnetische Pyramide und das Design des Wardenclyffe-Turms und vergleichen Sie sie mit dem Bau der großen Pyramide von Gizeh. Einst war die große Pyramide von einer äußeren Schicht aus weißem Tuffstein bedeckt. Blöcke, die so perfekt zusammenpassten, dass nicht einmal eine Rasierklinge dazwischen rutschen konnte. Weißer Tuffstein ist insofern einzigartig, Tuffstein, wa? Als er kein Magnesium enthält, was ihm enorme Isoliereigenschaften Mary, ich küsse dein Herz. Fühl ich. Bei mir genauso. Verleiht. Dies bedeutet, dass diese Verkleidungssteine alles, was sich im Inneren der Struktur befand, perfekt isoliert hätten. Unter den Verkleidungssteinen ist die Pyramide auf einer anderen Art von Kalkstein errichtet,
von dem bekannt ist, dass er seine elektrische Leitfähigkeit direkt proportional zum darauf ausgeübten Gewicht erhöht, wie beispielsweise das Gewicht einer Pyramide. Noch unerklärlicher ist, dass die Passagen innerhalb der Pyramiden und ihre unterirdischen Tunnel mit Granit ausgekleidet sind. Dies scheint seltsam, da Granit einer der härtesten Steine der Welt ist. Und Granit? Shoutouts an alle Albaner an der Stelle, Alter. Granit in den Man. Er einer der am schwierigsten zu bearbeitenden ist. Außerdem gab es in der Nähe des Gebiets keine Granitquelle, was bedeutet, dass die über 8000 Tonnen, die in der Pyramide verwendet wurden, per Boot aus dem etwa 800 Kilometer entfernten Assuan dorthin verschifft werden. Krass. Dies scheint ein unglaubliches Unterfangen zu sein, wenn der Granit nicht einem bestimmten Zweck dienen würde. Antiochien. Wer weiß noch gestern, Dicker? Wie heißt er nochmal? Theophilus von Antiochien, Dicker. Wer weiß, wer das ist? Theophilus von Antiochien. Wenn der Granit nicht einem bestimmten Zweck dienen würde. Natürlich ist Granit dafür bekannt, leicht radioaktiv zu sein, mit hohen Mengen an Quarzkristallen und ist als solcher ein bekannter Leiter der Piezoelektrizität. Denken Sie an eine Quarzarmbanduhr, die durch Schütteln aufgeladen werden kann. Außerdem ist Granit dafür bekannt, die Luft um ihn herum zu ionisieren, was wiederum die elektrische Leitfähigkeit erhöht. Was könnte das alles bedeuten, diese ungewöhnlichen Materialien, die in bestimmten Situationen verwendet werden? Bedenken Sie, dass das Gizeh-Plateau auf einem System unterirdischer Flüsse liegt. Tatsächlich wurde nachgewiesen, dass der mächtige Nil vor Tausenden von Jahren direkt an den Pyramiden vorbeifloss. Ist es möglich, dass die Pyramiden gebaut wurden, um die Piezoelektrizität der Strömungen dieser Flüsse zu nutzen? Könnte dies das riesige Netzwerk unterirdischer Kammern und Tunnel erklären? Erst vor 2 Jahren veröffentlichte eine internationale Forschergruppe eine Studie im Journal of Applied Physics, die zeigte, dass die Große Pyramide elektromagnetische Energie in ihren inneren Kammern sowie unter ihrem Sockel konzentrieren. Die Theorie wurde wie... Da waren wir ja schon mal, ne? ...beschrieben. Also bei der Theorie, bei der vorletzten Pyramiden-Doku, die wir uns reingezogen haben. Jetzt mündet es gerade wieder so ein bisschen im ähnlichen Bereich. Wasser aus unterirdischen Flüssen wandert durch die unterirdischen Tunnel durch Kapillarwirkung bis in den Kalkstein. Von dort erzeugt der Bau der Pyramide ein internes 3D-Feld harmonischer Schwingungen und bietet Raum, damit sich die Energien darin vermischen können. Die Spitze der Pyramide erzeugt in ihrem Zentrum ein Spinfeld, in das die Energie eindringt. Sie wird von den 5 identischen Winkeln abgelenkt und in einem Strahl auf das Zentrum projiziert, wo eine Säule der verschmolzenen Schwingungen entsteht. Mit anderen Worten, wie Teslas Wardenclyffe-Turm wird die Energie von der Erde abgezogen und in den Himmel projiziert. Historisch gesehen wurde die Große Pyramide mit einer Goldkappe gekrönt. Gold ist eines der elektrisch leitfähigsten Materialien auf der Erde. Die goldene Spitze bietet dann einen Weg für Elektrizität, um in die Ionosphäre zu schießen, ähnlich wie bei der 55 Tonnen Metallkugel, die Teslas Turm überragt. Die Ähnlichkeiten zwischen Teslas Plänen für unbegrenzte Energie und dem Bau der Großen Pyramide, zusammen mit Teslas offensichtlicher Besessenheit von diesem Thema, haben viele zu Spekulationen veranlasst, dass die Große Pyramide von Gizeh tatsächlich ein altes Kraftwerk war, das in der Lage war, Energie zu projizieren, die an anderen Standorten nutzbar gemacht wurde. Bei der einen Doku, die wir uns reingezogen haben, ist ja auch, also wurde ja auch festgestellt, dass da mehrere Löcher auch in der Pyramide drin sind, die genau so ausgerichtet sind, dass man bestimmte Sternbilder beobachten kann. Fand ich auch sehr, sehr heftig so. Und dass auch die Pyramiden unter bestimmten Sternbildern gebaut wurden und das auch perfekt. So. Ohne Abweichung. Genau unter diesen Sternbildern. Und die Löcher haben genau in diese Richtungen gezeigt und so. Das war schon sehr, sehr krass. Ey, die Doku muss ich auch noch schneiden und hochladen. Ist krass auf jeden Fall. Werden könnte. Viele haben das Auftreten von Obelisken in der gesamten ägyptischen Kultur und tatsächlich auf der ganzen Welt bemerkt.
Diese aus Granit gefertigten und mit Quarz bedeckten Obelisken hätten ähnlich wie Teslas vorgeschlagene Antennen funktionieren können, indem sie die von der großen Pyramide erzeugte Energieleitung angezapft hätten. Es wurde... Krass. Krass, Obelisk it in, man. Boah, Digga, das ist faszinierend, Bro. Vermut. Man müsste mal so ein, wie heißen die Archäologen, ne? Die so die alte Geschichte erforschen und so. Unsere Städten. Man müsste eigentlich mal irgendwie einen Talk machen mit einem freidenkenden Archäologen. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr interessant. Dass die Geschichte eines elektrischen Ägyptens tatsächlich in der Bibel durch die Geschichte von Moses erzählt wird. Als einer der engsten Berater des Pharaos wäre Moses in alle alten Geheimnisse Ägyptens eingeweiht gewesen, einschließlich, wie man annehmen könnte, der Geheimnisse der Energie, falls solche Geheimnisse existierten. Einige haben nahegelegt, dass die biblische Bundeslade, die im Buch Exodus als eine goldbedeckte Holztruhe beschrieben wird, die die beiden Steintafeln der 10 Gebote enthält, eigentlich eine Metapher für den Supraleiter im Kern der großen Pyramide ist, der das alte Ägypten mit Energie versorgte. Anstatt die 10 Gebote von einem Berggipfel empfangen zu haben, nahm Moses stattdessen die Bundeslade mit, als er aus Ägypten floh, was vielleicht erklärt, warum Moses und sein Volk im Besitz dessen, was Ägypten groß gemacht hatte, so rücksichtslos vom Pharao verfolgt wurde, wie im Buch Exodus beschrieben. Das könnte auch eine neue Wendung in der Geschichte bedeuten, wie Mose das Rote Meer teilte. Boah, Digga, this is a wave. Für welche Art von elektrischer Zauberei könnte dies eine Metapher sein? Interessanterweise zeigen historische Hinweise, dass die ägyptische Zivilisation ihren Höhepunkt erreichte, während der Herrschaft von Ramses II., dem Pharao zur Zeit von Moses, bevor sie kurz darauf zusammenbrach. Nach allgemeinem Konsens ist es nicht so kompliziert. Die große Pyramide ist einfach ein Grabmal. Das ist so die aktuelle, das ist der allgemeine Konsens, das ist die aktuelle Wissenschaft. Ja, es ist einfach nur ein Grabmal, Bro. So, die waren ein bisschen besessen einfach, ein bisschen übermütig, haben einfach Gräber gebaut. Aber wie willst du dann die ganzen anderen Sachen, die damit einhergehen, beschreiben und erklären so? Pyramiden überall auf der Welt verteilt, in einer Linie, Äquator, dies, das, bla bla bla, auch in der Antarktis und diese ganzen Sachen. Wie willst du das alles damit erklären dann? Das ist einfach nur irgendwas, um uns zu sagen, so ey, bleibt cool, halt eure Maul. Das waren einfach die besessenen Ägypter, die haben so große Gräber gebaut. Hört jetzt auf zu forschen und verpisst euch hier. Glaubt, dass es viele Pyramiden sind. Es hat keinen geheimen Zweck oder eine metaphorische Geschichte, nur ein weiteres Grab. Abgesehen davon, dass die große Pyramide keines der Dinge enthält, die anderswo in ägyptischen Gräbern gefunden wurden. Keine extravaganten Artefakte oder opulente Wandkunst, keine versiegelten Eingänge, es gab nicht mal Mumien. Wenn der Bau nicht für diese Dinge bestimmt war, wofür dann? Könnte es wirklich ein Kraftwerk gewesen sein? Denken Sie an die mysteriösen Bagdad. Gibt's auch noch? Oh, die Bagdad-Batterie wieder. Ich küsse dein Herz. Was noch Theorien waren, ist auch, dass es ein Mahnmal ist, ein Zeichen für die kommenden Zivilisationen. Rin, 2200 Jahre alte Tongefäße, die in der Nähe von Bagdad im Irak gefunden wurden. Und als die ältesten bekannten elektrischen Batterien gelten, die es gibt. Oder bedenken Sie, dass altägyptische Schnitzereien und Kunstwerke immer wieder riesige Glühbirnen darstellen, wie sie im Dendera-Tempel gefunden wurden. Tatsächlich beschrieb Lamblichos ein Ergebnis in den unterirdischen Lamblichos ist wieder da. Und Kammern unterhalb von Gizeh wie folgt. Wir kamen zu einer Kammer. Als wir eintraten, wurde sie automatisch durch Licht in einer Röhre beleuchtet, die so hoch wie die Hand eines Mannes und dünn war und senkrecht in der Ecke stand. Als wir uns der Röhre näherten, leuchtete sie heller. Die Sklaven erschraken. Ah, da ist Lamblichus, nicht Iamblichus, gell? Lamblichus. Rannten in die Richtung, aus der wir gekommen waren. Als ich sie berührte, ging sie aus. Wir haben uns alle Mühe gegeben, die Röhre wieder zum Leuchten zu bringen, aber sie hat kein Licht mehr gegeben. Aber diese Art von Geschichten über seltsame Ereignisse rund um das Gizeh-Plateau sind seit Jahrhunderten an der Tagesordnung.
Während des 9. Jahrhunderts beschrieb der ägyptische Gouverneur Ahmed Ben Tulun ein Glaskelch, der in einem Tunnel unter der großen Pyramide entdeckt wurde, der leer und mit Wasser gefüllt das gleiche Gewicht hatte. Jahrhunderte später, in den 1930er Jahren, versuchte der Ägyptologe Dr. Selim Hassan, das Wasser aus unterirdischen Kammern unter dem Gizeh-Plateau zu pumpen, nur um festzustellen, dass der Wasserspiegel nach vierjährigen Pumpen überhaupt nicht gesunken war. Das war, dass der Schlüssel zu einem Pyramidenkraftwerk gewesen wäre, scheint rund um die große Pyramide ungewöhnliche Eigenschaften zu haben. Vielleicht noch bizarrer ist die Geschichte von Sir William Simmons, einem britischen Erfinder, der Ende des 19. Jahrhunderts auf die Spitze der großen Pyramide kletterte. Als er den Gipfel erreichte, wurde Simmons von einem Reiseführer alarmiert, der sich über ein Siemens ist da hochgeklettert? Das Klingeln in den Ohren beklagte, wenn er seine Hand mit gespreizten Fingern hob. Simmons hob seine eigene Hand und spürte, wie sich ein Kribbeln darin ausbreitete. Okay, da sind wir jetzt drin, Freunde, ja? Augenblicke später, als er einen Schluck Wein trinken wollte, erhielt er einen elektrischen Schlag, als seine Lippen die Flasche berührten. Verwirrt befeuchtete Simmons ein Stück Zeitungspapier und wickelte es um die Weinflasche, um ein behelfsmäßiges Leidengefäß zu schaffen. Er hob diesen primitiven Kondensator über seinen Kopf und beobachtete in verblüffter Stille, wie elektrische Funken durch die Luft flogen. Ein verängstigter Reiseführer. Crazy, Bro. Das ist krass. Er versuchte Simmons die Flasche wegzunehmen, der sie in Notwehr auf den Mann richtete. Dabei wurde der Mann rücklings zu Boden geschleudert und bewusstlos geschlagen. Es schien fast so, als würde ein starker elektrischer Strom von der Spitze der Pyramide ausgehen. Dieser Vorfall blieb jahrelang ungeklärt. Und tatsächlich ist es nicht mehr möglich, auf die Spitze der großen Pyramide zu klettern, da dies aus angeblichen Naturschutzgründen verboten wurde. Es ist fair zu fragen, wenn die große Pyramide ein Kraftwerk ist, wie hätte was nicht alles verboten wird, wa? Eine alte Zivilisation so etwas erschaffen können. Gehen Sie hier einen Schritt zurück. Auch wenn die große Pyramide kein Kraftwerk war, gibt es dennoch viele Aspekte ihrer Existenz, die sich einer antiken Erklärung entziehen. Bedenken Sie, dass die vier Ecken der großen Pyramide perfekt auf die vier Himmelsrichtungen ausgerichtet sind, obwohl Kompasse noch nicht erfunden wurden, als sie gebaut wurde. Bedenken Sie, dass wenn sie zur Sommersonnenwende direkt vor der Sphinx stehen, die Sonne genau zwischen der großen Pyramide und der Chephren-Pyramide untergeht, obwohl man dieses Datum damals nicht wissen konnte, da das Kalenderjahr nicht bestimmt worden war. Bedenken Sie außerdem, dass bei der Konstruktion der großen Pyramide komplexe mathematische Gleichungen und Konzepte verwendet wurden. Gleichungen wie Pi, die erst tausende von Jahren später entdeckt wurden. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Die Jungs hatten ein Wissen und die haben das Ding gebaut, was voll krass ist. Was sogar teilweise in gewissen Bereichen unser heutiges Wissen übersteigt, bin ich mir hundertprozentig sicher mittlerweile. Aus technischer Sicht, sowie auch auf einem breiteren Wissensfundus basierend, ob ein Kraftwerk oder nicht, die große Pyramide, Schwurbel den Mann, auch viele andere Pyramiden in Ägypten und anderswo, wären für unsere Vorfahren unmöglich zu bauen gewesen. Woher kam dieses Wissen? Und in welches andere Wissen könnten die Vorfahren eingeweiht gewesen sein? Hier können die Gedanken von Edgar Cayce, dem amerikanischen Hellseher, der das Alter der Sphinx mehr als 50 Jahre vorhersagte, bevor die Wissenschaft ihm recht geben würde, erneut als Inspiration untersucht werden. In einer anderen seiner Prophezeiungen behauptete er, dass eine fliegende Untertasse unter der großen Pyramide von Gizeh begraben sei. Okay. Vielleicht ist das gar nicht so abwegig, wie es scheint. Schließlich zeigen viele alte Schnitzereien und Höhlengravuren in Ägypten ja, UFOs. UFOs. Anderswo etwas, das wie fliegende Untertassen aussieht. Vielleicht enthüllt dies das Geheimnis, wie Menschen. Ich weiß nicht, Digga. Bei Aliens und UFOs und so. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, dass es aktuell auf jeden Fall genutzt wird, um die Leute von wichtigen Dingen abzulenken.
Und ja, ich bin trotzdem nichtsdestotrotz davon überzeugt, dass es definitiv da draußen im Universum hundertprozentig irgendwo auch noch mehrere Planeten gibt, wo auch Leben ist. Aber ich glaube, diese Sachen, die uns da immer präsentiert werden, dienen mehr zur Ablenkung, weißt du, wie ich meine? Ein derart unmögliches Wissen besitzen konnten. Sie hatten es nicht, bis es ihnen von einer Gruppe Außerirdischer gebracht wurde. Alte sumerische Texte, die tausende von Jahren vor Ägypten entstanden sind, und zwar das Werk der vorherrschenden Zivilisation in der Region zu der Zeit, als Ancient Sumerian Tablets, Bro. Diese Tablets, diese Steintafeln, die sumerischen Steintafeln, auch eine ganz wilde Geschichte, meine lieben Freunde, ja. Ganz wilde Geschichte. Die Sphinx tatsächlich gebaut wurde, erzählen die Geschichte von Göttern, die Anunnaki genannt werden und von einigen modernen Wissenschaftlern als Außerirdische interpretiert wurden, die die Erde besuchten, sich mit den Menschen vermischten und ihnen futuristische Technologie und unglaubliches Wissen brachten. Vielleicht waren es diese Anunnaki, die die große Pyramide als Kraftwerk für ihre fortgeschrittene Gesellschaft errichteten. Da haben wir uns auch mal ein Video drüber reingezogen, glaube ich, über die Anunnaki, ne? Vielleicht erklärt dies sogar die Existenz ähnlicher Pyramiden mit ähnlichen unterirdischen Netzwerken, die auf der ganzen Welt von Kulturen errichtet wurden, die anscheinend nichts voneinander wussten. Eine Art globales Machtnetzwerk, das von den Anunnaki errichtet wurde. Interessanterweise sprechen sumerische Texte von der geheimen Behausung der Anunnaki als einem unterirdischen Ort, der durch einen Tunnel betreten wird, dessen Eingang von Sand und von dem, was sie Huwana nennen, verdeckt wird. Seine Zähne wie die Zähne eines Drachen, sein Gesicht das Gesicht eines Löwen. Könnten die Anunnaki der Schlüssel sein zu altem, lange verlorenem Wissen, zur unbegrenzten freien Energie, nach der Tesla suchte, zu einem anderen Verständnis der menschlichen Geschichte und sogar zu dem, was die Menschheit ist? Die kurze Antwort lautet ja. Die längere Antwort lautet, sehen Sie sich mehr an, um es herauszufinden. Theorie denn, meine lieben Freunde? Ja, ist Ihre Theorie. Ich muss sagen, bei dieser Anunnaki-Geschichte bin ich nicht so tief drin. Aber ich bin auch überzeugt, dass auf jeden Fall gewisses Wissen irgendwo vorhanden ist, was uns nicht zugänglich gemacht wird, aus bestimmten Gründen. Auch was die Menschheitsgeschichte angeht. Also da wird auf jeden Fall einiges unterdrückt. Und es ist immer wieder komisch, an wie viele Orte wir nicht hingehen dürfen und wo man nicht forschen darf und welche Theorien man alle nicht aufstellen darf. Und dass man gar nicht die Gizeh-Pyramiden richtig erforschen darf, weil dann die Ägypter kommen und sagen, nee, so, hört auf damit, wir weisen euch aus dem Land aus und so. Das sind alles Dinge, die einen auf jeden Fall hellhörig machen an der Stelle, ja.